Perfekt. So, wo waren wir denn jetzt hier stehen geblieben? Wir müssen noch ein bisschen organisieren, ne? Und zwar geht's ums Essen. Hier, ja, war das Öl, das Walöl ja die Geschichte. Aber hier reicht ja das Pemmican. Ach, denen fehlt's an Schnaps. Erwarte neuen Kurs. Wie sieht's denn in King William Island aus? Da lassen wir doch Schnaps eigentlich importieren, ne? Oh, das nimmt aber auch ganz schön ab. Hm, pass mal auf, dann fährst du jetzt mal nochmal bitte in die alte Welt nach Kalifornien. Ich vermute, im Schwebezustand. Wobei wir hier. Können wir zweimal Segel mitnehmen. Warum ist denn hier unsere Schnapsproduktion auf einmal so eingebrochen? Nur weil wir noch exportieren? Nee, die ist schon noch. Aber so richtig viel ansammeln tun wir hier nicht. Manövriere. Wir hier runter. Oh, das nimmt ganz schön ab. Ich glaube, wir müssen jetzt so langsam aber sicher uns noch mal ein bisschen um die Schnapsproduktion kümmern hier. Was machen denn die Kartoffelbestände? Die sind bei null. Okay. Naja, weil wir hier halt auch keinerlei arbeitstechnische Unterstützung haben, ne? Was so Traktoren und so angeht. Aber das ist doch alles gar kein Problem. Dann machen wir das halt hier hin. Der Teufel fordert seinen Tribut. Auf, zack. Und dann machen wir hier eine Traktorscheune noch daneben. Jetzt leckt es wieder ein kleines bisschen. Können wir eh nicht mehr groß was spauen. Dann können wir hier auch einen Traktor hinstellen. Das ist bloß die Frage, wird der noch beliefert? Shit. Nee, ich glaube nicht, ne? Wo war denn unser... Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wo war denn unser... Doch, da kommt einer gefahren. Bringst du dem hier was? Bleib mal kurz gucken, Leute. Ja. Perfekt. Dann läuft es doch jetzt hier ohne Probleme, oder? Jo, die Traktoren rollen. Sehr schön, dann stellen wir doch hier noch einen hin. Und dann gibt es hier auch nochmal... Lecker Kartoffeln. Ach nee, echt? Moment, da müssen wir jetzt hier noch ein bisschen rumbasteln wieder. Das hier noch weg. So, bist jetzt voll hier bei 108, jawohl. Und dann kriegst du deine zwei halt nochmal hier drauf. Zack. Sehr schön, dann haben wir hier nochmal zwei Kartoffelfelder. Wie sieht es denn kartoffeltechnisch hier aus? Ich hätte ja auch da drauf klicken können. Ich muss doch nicht jedes Mal nach da vorne. Ich denke, wir könnten schon fast noch eine dritte hinstellen. Und wenn wir ein bisschen überproduzieren, ist ja auch nicht so wild. So.
Ist halt die Frage, wie schnell produzieren sie, ne? Aber ich denke, ist das hier ganz schön in die Knie gegangen, oder? Da kommt der Spritwagen. Jawohl. Dann gibt es hier auch Sprit. Das passt. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz, oder? Wir wollen nochmal nicht so sein. Zack. Aber du kommst da schon raus, oder? Das jetzt mal kurz beobachten. Was haben wir denn hier schon wieder für eine Warnung? Die können wir löschen. Expedition müssen wir uns auch dann gleich drum kümmern. Hier kommt der Spritwagen. Ich will jetzt bloß sehen, ob der... Ah ja, das geht raus. Passt. Okay. Kann hier angeschossen kommen, ne? Jetzt Sprit und dann wird hier fleißig gearbeitet. Dann läuft die Maschinerie an. Nee, aber ich kenne einen, der kannte einen. Sehr schön. Und jetzt sollte doch die Produktion wieder nach oben schießen eigentlich. So, da ist genug Sprit da auf jeden Fall und noch Öl. Was brauchen wir denn hier noch? Fenster und Stahl. Und da ist schon ziemlich viel los, ne? Haben wir jetzt unser Luftschiff noch hier? Ne, das ist schon wieder weg. Hab ich doch da runtergeschickt, oder? Luftschiff! Ja. Fenster und Stahl hatten wir gesagt. Nehmen das doch mal mit. Wir haben doch hier genug. Beziehungsweise. Ja, doch. Doch, fahr du mal hier hoch. Kurs gesetzt. Dann bauen wir nämlich hier nochmal ein bisschen aus. Ha, ja, jetzt steigt's wieder. Tatsächlich war die Kartoffelproduktion ein bisschen eingesunken. Jetzt kommt's wieder, Leute. Jetzt kommt's wieder. So. Dann die Geschichte mal abgeladen. Dann mal noch ein bisschen... Ah, jetzt ist schon wieder der Schnaps weg. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn wir da unten gucken, Freund der Sonne. Und hier nochmal nach Schnaps suchen. So, also, dann brauchen wir hier, haben wir gesagt, wollen wir das Teil noch ausbauen. Zack, mehr kriegen wir da nicht hin. Es ist ein Zentralmagazin, größer kriegen wir es nicht gebaut. Um das Ganze zu entlasten, könnten wir vielleicht hier nochmal ein Lagerhaus hinbauen. Aber da fehlt es momentan an Holz. Na, guck mal, wie das jetzt nach oben schießt wieder. Richtig gut. Und schon sind wir da wieder auf dem neuesten Stand. Passt. Hervorragend. So, Im Schwebezustand. Dann schweb mal bitte hier rüber, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen... Nein, wir nehmen zweimal Schnaps mit. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen wehtut. Arktis und nach King William Island. Propeller drehen sich. Dich habe ich hier hingestellt, dass ich dich hier habe, falls ich dich brauche. Jetzt gucken wir nochmal nach der Expedition. Wir brauchen Sie und ihr Rauch auf dem Wasser. Schiff von Achtern, Kapitän. Es holt auf, sie werden angegriffen. Versuchen, den Rumpf zu zertrümmern. Eine erste Salve trifft den Feind in der Seite, gefolgt von einer zweiten, die von den Geschützmannschaften auf dem Unterdeck abgefeuert wird. Feuer schlägt aus den Wunden, die die Flanken des Schiffes geschlagen wurden, und die Rad zerbierst in zwei Hälften. Ah ja. Ein stämmiger Mann in einer Art Offiziersuniform übertönt mit mächtiger, befehlsgewohnter Stimme den Lärm. Wie es aussieht, bedroht er einen jungen Mann mit vorgehaltener Pistole. Söldner und Mörder. Mhm. Den Mann freikaufen. Ich kenne weder diesen Mann noch dieses Camp, von dem sie sprechen. Der Mann höhnt, wer es glaubt, wird selig. Kaum wurden eure Segel gesichtet. Da fing er, die Verachtung in seiner Stimme nicht unüberhörbar, auch schon an zu drohen. Mhm. Selbstverständlich braucht er Hilfe. Wodurch 40 von ihnen gegen ihn stellen. Der Mann richtet sich in Ehrfurchtgebiet der Wut auf. Ja, wir brauchen das hier.
Hotzblitz. Die Kanoniere schieben ihre schweren 15-Zoll-Projektile in die Mündung der hinteren Kanonen. Mhm. Holzsplitter schwirren durch die Luft. Gewehre auf den Eindringling richten. Mit trockenem Klicken der gespannten und feuerbereiten Gewehre meldet sich eine protestierende Stimme von unterhalb der Reling. Nicht schießen, ich bin der Mann, den sie gefangen gehalten haben. Okay. So. Wir klicken uns jetzt hier mal durch. Ich lese jetzt nicht, das würde ewig dauern. Schön die Löwen. Janni Hoiketema, darf ich euch meinen Wohltäter vorstellen? Einen angesehenen Stadtplaner aus dem fernen Norden. Diese edlen Herzen sind immer Ihnen besser willkommen. Sie haben also gehört, dass ich neue Talente wie Sie suche, um unsere neue Hauptstadt zu vergrößern. Unser Zusammentreffen war ein reiner Glücksfall, mein Kaiser. Dann hat der Herr ein Lächeln für Sie auf den Lippen. Uns bietet sich die Gelegenheit, Teil einer Geschichte zu werden, die uns alle überdauert. Bisher habe ich diese unfruchtbare Provinz des Kaiserreichs vernachlässigt, der Sitz der Könige der Antike. Aber aus dem Staub erwächst ein neuer Garten. Seit vielen Königen war Enbesa nicht so vereint wie jetzt. Auch wenn es ein zerbrechliches Erbe ist. Einige betrachten uns als gespalten. Jeder denkt nur an sich. Aber sie sind blind für die größere Bedrohung. Hungrige Augen, die gen Süden auf uns gerichtet sind. Vereint und mit Stolz erwidern wir ihren Blick. So müssen sich alle erheben und ihren Anteil verteidigen, oder sie werden gefressen. Und so übertrage ich Ihnen die Aufgabe Taborim, unsere neue Hauptstadt auf dieser Insel zu errichten. Möge sie wachsen, um ganz Enbesa in einem Bund zu vereinen. Binyam wird Ihnen helfen und Ihnen seinen Plan für die Kanäle zeigen. Taborim wird schon bald als Juwel des Friedens am Gürtel dieser großen Nationen glänzen. Alles klar, Leute. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Wir sind angekommen im Land der Löwen. Ich möchte mit Ihnen über bedeutende Angelegenheiten sprechen, die ganz Embesa betreffen. Werden Sie mit mir zusammenarbeiten? Um meinem Volk zu helfen? Natürlich. Ich, Sale Ketema, Kaiser des tausendjährigen Enbesa und Erbe des Bundeszepters, bitte Sie, eine Weile hier zu verweilen, Seefahrer. Naja, wer uns so schön bittet, wir fahren jetzt erstmal hier hin. Und bevor wir uns das, ich denke mal, dass das jetzt die Taste Nummer 5 ist, bevor wir uns jetzt natürlich hier umgucken, Leute, müssen wir erstmal die ganzen anderen Sachen noch ein kleines bisschen organisieren. Diese Einwohner sind unzufrieden. Es gibt Ruinen in der Stadt. Was ist denn da passiert? Was denn hier passiert? Wegen Langeweile explodiert oder was? Es scheint wohl so. So. Also, das Land der Löwen haben wir erreicht, Leute. Das Land der Löwen. Ich bin jetzt am Überlegen, ob wir das Land der Löwen vielleicht tatsächlich in einem Livestream angehen. Wie gesagt, ihr wisst, ich plane aktuell so ein bisschen einen Livestream. Genaues weiß ich noch nicht, weil ich da momentan noch ein paar, auch zeitlich bedingt noch ein paar Sachen checken muss. Deswegen auch nochmal diese Aufnahme. Ich hatte eigentlich schon geplant, einen Livestream zu machen, dann kam wieder leider was dazwischen. Also ich halte euch da so auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wichtig ist nur, dass ihr wisst, wenn wir natürlich einen Livestream machen, das möchte ich ganz kurz erwähnen, wenn wir natürlich einen Livestream machen, und dann fehlt mir diese Zeit, um aufzunehmen. Also wir werden dann natürlich einen Livestream über ein, zwei, ja, vermutlich zwei, zweieinhalb, drei Stunden machen. Und dann wird aber auch nur dieser Livestream erstmal stehen bleiben für eine ganze Woche. Da werden keine neuen Folgen kommen, weil ich brauche ja dann wieder Zeit, um nach dem Livestream neu aufzunehmen, dass wir immer auf dem aktuellen Stand sind. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Aber ich werde es dann nochmal, wenn der Livestream dann geplant ist und auch stattfindet, werde ich das dann nochmal ganz genau
ja, abchecken und euch erklären, wie ich das Ganze meine. So, was macht denn jetzt hier die Gasförderei? Also es wird hier tatsächlich aber ein bisschen abgeholt, ne? Es scheint sich jetzt hier auch wieder... Ne, hier. Diese Pemmecam. Höhe stabil. Ah, du bist hier. Nicht gut. So, hier fehlt es jetzt auch wieder an Kohle. Das heißt, da müssen wir auch nochmal ran. Es fehlt an Rentierfleisch. Also hier müssen wir uns auf jeden Fall nochmal drum kümmern. Hier müssen wir uns auf jeden Fall nochmal drum kümmern. Das hilft nichts. Geh jetzt mal auf die 5. Ja, die 5 ist tatsächlich hier. Die neue Welt. Guckt euch das an, wie schön, oder? Oh Leute, ist das stark? Wasserbüffel. Guck mal, lass mal hier die Geschwindigkeit ein bisschen runterstellen. Ich will mir das jetzt gerade mal noch gemütlich mit euch anschauen. Guck mal, hier sind Elefanten. Aber hier? Gazellen. Oder Gnus oder was auch immer. Hier Hyänen. Ziege. Oh, ist das klasse, oder was? Oh, hier sind Nilpferde. Hippos. Und hier sind die Löwen. Oh, ist das stark? Ist das stark? Also ich finde es richtig gut. Jagen die auch? Ne, ich sehe jetzt momentan nichts. Da sind auch nochmal Löwen. Das ist ja richtig stark gemacht, Leute. Also wie gesagt, mein Plan ist es hier, das Land der Löwen. Hier haben wir unser Kontor. Das Land der Löwen dann ist tatsächlich im Livestream anzugucken und im Livestream dann auch ausschließlich eventuell sogar hier zu bauen und nur in die anderen Regionen zu reisen. Ja, wenn was anliegt, ne? Wenn wir ein bisschen organisieren müssen. Bis dahin würde ich gerne ja, hier die ganzen Sachen noch ein kleines bisschen organisieren. Gucken, wo brauchen wir noch was. Natürlich haben wir jetzt hier auch nochmal die Geschichte im Crown Falls, wo wir uns eigentlich am meisten drum kümmern müssen. Was immer Sie sagen, Boss, ich bin dabei. Hier haben wir jetzt auch mittlerweile wieder ein bisschen Holz. So, was haben wir gesagt? Wie viele Ingenieure brauchen wir hier für die Weltausstellung? Müssen wir gerade mal draufklicken. 2000 Ingenieure und wir brauchen Strom. 2000 Ingenieure haben wir zusammen, aber wir brauchen Strom. Und das können wir doch aber hier hinlegen. Oder, lasst mal kurz gucken, wir machen es anders. Was haben wir denn hier an Gas? Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Weltausstellung verzögert sich, ja. Da müssen wir mal ein bisschen lektionieren. Oh, 35 Einfluss. Ja, wir müssen da echt so ein bisschen drauf achten, manchmal, ne? Manchmal vergessen die Leute, wie gut es ihnen geht. Ja. Wir haben tatsächlich ein bisschen an Einfluss so ein bisschen eingeboost. Bereit.